Ja, servus Ken, danke, dass du gekommen bist. Also ich glaube, es gibt einige im Publikum, die sich sehr freuen, oder? Ich freue mich auch. Ich trage nicht im Anzug, aber ich habe euch noch jemanden mitgebracht, Professor Franz Hörmann, ein Geldspezialist. Den habe ich gerade interviewt vor der Kamera, da konnte ich mich nicht mal umziehen, ja? Also der spricht nachher auch zu euch. Bitte, du möchtest mir ein paar Fragen stellen. Ja, also nur zu eurer Information, er haltet das Mikrofon, weil das einfach besser kann. Das wurde auch gesprochen so. Ja. Große Angst vor Fehlern. Nein, also du kommst auf eigene Initiative, sagst du, auf kommt des Videos, das der Stefan Bartonek gemacht hat. Ist das richtig, ja? Absolut. Also es gibt ja diesen größten Fernsehsender der Welt, der ohne große, dass da eingegrätscht wird, funktioniert. Der nennt sich YouTube. Das hat sich bei ZDF, ARD oder ORF vielleicht noch nicht rumgesprochen. Da habe ich den Kollegen natürlich gesehen, fand das super, habe ihn auf unsere Seite gestellt, ist 20.000 Mal geklickt worden und viele haben gesagt, ey, cool, oder Leihwand, wenn man hier, glaube ich, sagt, die in Wien, da geht was. Und das funktioniert. Und das fand ich so beeindruckend, was er gesagt hat. Nicht nur einmal, sondern er hat ja mehrfach gesprochen. Das entwickelte sich zu einer Säge. Und da habe ich gesagt, gut, da komme ich einfach mal rum. Spreche ich zu schnell? Red Bull. Okay, ja. Nee, super. Das heißt übrigens Leihwand. Ja, ich würde mal sagen. Was habe ich gesagt? Leihwand. Was hat man sagen? Leihwand. Leihwand. Sehr gut. Er lernt schnell, ja. Also, ich würde nur sagen, ich wurde von einem Orga-Team dazu beauftragt, beziehungsweise wurde abgestimmt, dass ich dieses Interview führe. Es hat den Hintergrund, dass wir versuchen, nicht nur irgendwelche Meinungen gelten zu lassen, die wir sowieso wahrscheinlich gern hören wollen, sondern wir stellen uns auch gerne selber in die Kritik. Damit hast du überhaupt kein Problem, hast du gesagt? Na, gar nicht. Normalerweise stelle ich die Fragen, aber ich kann sie auch beantworten. Das ist sehr gut, ja. Ich meine, andere Journalisten sehen es vielleicht ein bisschen anders, weil du anscheinend im Ruf stehst, die Leute eher über den Haufen zu werfen, also über den Haufen zu reden. Naja, ich will es mal so sagen, ich spreche schneller als die meisten denken können, aber das ist dann deren Defizit, ja? Weil das System, sage ich mal, auch nicht auf die Menschen Rücksicht nimmt. Also die Digitalisierung, NSA und Co. macht jetzt keine Systemabstimmung und versucht sich mit den Bürgern zu synchronisieren. Und wer mir nicht folgen kann, der hat ein echtes Problem. So ist das, ja? Weil ich bin noch langsam gegen das, was da draußen digital passiert, so an Überwachungsstaat. Das muss man einfach akzeptieren und muss hier ein bisschen mehr upspeeden. Ich kann auch ein wenig langsamer sprechen, aber das würde nicht der Realität entsprechen und wäre auch nicht realistisch. Na gut, das ist eine Stilfrage, die kann man dir nicht vorwerfen, würde ich mal sagen. Also ich komme jetzt gerade noch gut mit. Also ich wollte nur fragen, ich meine, du bist jetzt nach Wien gekommen. Wie hat sich dein Leben jetzt in letzter Zeit verändert? Ich meine, ich glaube, es hat doch einiges über den Haufen geworfen, dass du jetzt da so oft bei den Mahnwachen sprichst, oder? Überhaupt nicht, hat mein Leben gar nicht geändert, weil mein ganzes Leben ist eine Art Mahnwache. Es bringt überhaupt nichts, am Montag auf eine Mahnwache zu gehen, auf eine Demo zu gehen, wenn der Rest des Lebens dann weiter so läuft, wie er vorher schon gelaufen ist. Man muss das hat auch Lars Meerholz, von dem ich euch grüßen soll, immer gesagt, man muss diese Mahnwachen, das war ja seine Idee, ich bin da nur jemand, der auch spricht, man muss sie als eine Art Wecker verstehen. Und das, was man dort verstanden hat, dass man nämlich sich selber in seinem eigenen Leben mehr einmischen sollte, und das sollte man umsetzen. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, wie die Regierung hier in Energiefragen umgeht, das gefällt mir nicht, dann warte ich nicht auf den Atomausstieg, sondern ich gucke, ob es eine Firma gibt, die keinen Atomstrom verkauft, sondern Bioenergie, und da klicke ich mich ein. Und wenn diese Demo dazu bringt, jemand dazu bringt, sagt, das mache ich jetzt einfach, dann ist der Effekt erreicht. Ich lebe sowieso so, weil ich bin so ein bisschen, sage ich mal, auch provokativ unterwegs und versuche immer nachzuweisen, dass das, was man mir nachweisen will, was ich alles nicht kann, dass ich das lernen kann. Ich bin ja nicht fehlerfrei, ja? Und ich habe auch schon mal wieder eingekauft mit der Plastiktüte, da sagen meine Kinder zu mir, wir wollten noch einen plastikfreien Haushalt, dann rede ich das nicht schön, sage ich, hast du recht. So muss man das verstehen. Also da hat sich mein Leben nicht wirklich geändert. Ich versuche am Ball zu bleiben und 20 Stunden am Tag wach zu bleiben. Auch auf der Montagsdemo, ich bin da sowieso wach. Ich bin sowieso für Kartoffelstärke-Säcke. Aber abgesehen davon, wie ist das jetzt eigentlich? Ich meine, du hast, ich glaube, eine ziemlich große Verantwortung da. Stefan Bartonek hat gesagt, du bist sein Held mit solchen Aussagen. Lastet wahrscheinlich eine große Verantwortung auch auf dich, oder? Nö, ich habe die Verantwortung für meine Kinder, das ist groß genug, und ich kann ja nicht für die Leute, die hier sind, die Verantwortung übernehmen. Das will ich ja gar nicht. Dann bin ich ja wieder ein Regierungsvertreter, ja? Ich möchte den Leuten sagen, übernehmt die Verantwortung für euer Leben selber. Ihr habt euch ja die Wahl angeguckt jetzt in Europa. Also wenn die für euch die Verantwortung übernehmen, da seid ihr echt aufgeschmissen, ja? Also übernehmt selber die Verantwortung für euch selber. Und ich bin jetzt nur ein Anreiz. Ich möchte auch nicht, dass der Kollege sagt, dass ich sein Held bin. Ihr sollt eure eigenen Helden sein. Natürlich ist das so, wenn man auf eine Bühne geht, dass man sofort zu einem Anführer werden würde. Aber ich führe gar nicht. Ja? Also ich habe schon gesagt, folgt mir nicht aus auf Twitter. Ich werde nicht die pauschalen Antworten geben können in eine bessere Gesellschaft, sondern ich sage, in der aktuellen Pyramidengesellschaft, wo einige wenige oben sagen, wir haben die Lösung, und wir sehen ja, was sich da draußen abspielt, so toll scheint die Lösung nicht zu sein, dass wir alle gemeinsam die Lösung erarbeiten müssen. Das ist Arbeit. Ja? Das ist Demokratie. Demokratie bedeutet Arbeit, selber die Verantwortung für Dinge zu übernehmen, wo man bisher sich rausgehalten hat, weil man irgendeinen Politiker kennt, der dafür zuständig ist. Wenn du siehst in diesem Land, dass etwas schief läuft,
dass zum Beispiel in Wien Menschen unter Brücken schlafen müssen, obwohl die Stadt sehr reich ist, dann bist du, der das erkennt, dafür zuständig, übernimmt dafür die Verantwortung. Das ist das, was ich sagen möchte. Also wie man da gerade sieht, glaube ich, kann das jeder unterschreiben. Natürlich bist du auch selber ein bisschen ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Was haltest du von der Kritik zum Thema Antisemitismus? Weil, ich meine, der ist doch sehr schwerwiegend und wird dann auch auf die ganzen Montagsdemos mit übertragen. Ja, nur wer den Ball hat, wird angegriffen. Das hat ja schon der Kollege gesagt. Es ist so, es gibt einfach Totschlagargumente, wenn man die irgendwo ausschüttet, dann schüchtert man Leute ein. Und da gibt es natürlich den Antisemitismus, Steuerhinterzieher, Kinderschänder und so weiter. Und wenn das über jemanden flächendeckend behauptet wird, dann soll das dazu führen, dass wenn man was von dem liest, dass man den gar nicht mehr ernst nimmt. Oder was meinen Job angeht, ich bin ja nun mal Reporter, dass wenn ich Menschen anfrage, wie zum Beispiel Franz Hörmann, dass der kurz bei Google reingeht, dann liest, was die nächsten 20 Meldungen sind, sagt, oh, schwierig, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich möchte nicht mit einem Antisemiten zusammen im Bild sein und sagt, ich kann erstmal nicht aus Termingründen. Es funktioniert bloß heute nicht mehr, weil man muss ja die Leute an ihren Taten messen. Man kann ja über jeden alles behaupten. Man könnte jetzt sagen, Herr Jepsen spricht zu langsam. Da geht man auf die Videos und stellt fest, das stimmt überhaupt gar nicht. Ja? Und deswegen gehen die Leute auf die Videos, schauen sich ein Interview an, zum Beispiel mit Daniele Ganser aus der Schweiz und sagen, warum wird der Typ jetzt kaputt gemacht? Was sagt er denn? Mit wem redet er denn? Was ich nicht hören soll. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn du sagst, kauf nicht die Patte von den Ärzten und setz die auf den Index, dann gehen die Kids direkt in den Laden und sagen, gib mir die Patte von den Ärzten. Ja? Es führt heute zum Gegenteil, weil das Informationsmonopol gefallen ist. Die Menschen können sich an ORF, an ZDF, an ARD, an der Bildzeitung, der Kronenzeitung, auch Springerpresse vorbei informieren. Die gehen einfach ins Netz und machen sich selber schlau, denn die Menschen vertrauen den Regierungen bundesweit nicht mehr oder in Europa nicht mehr. Und das ist ein richtiger Schritt. Nicht mehr vertrauen, aufwachen und sich selber schlau machen, damit man auch nicht verführt werden kann. Und deswegen dieser Vorwurf ist natürlich hart, aber ich habe jetzt die zweite Welle hinter mich gebracht und eine dritte wird es nicht geben. Also ich weiß, die Frage ist ein bisschen suggestiv, aber es gibt da eine Aussage, ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Kannst du das erklären, was da der Hintergrund dahinter war? Helge Schneider hat doch mal Adolf Hitler auf der Bühne dargestellt. Doch, und da hat er auch aus dem Mein Kampf zitiert. Jetzt mache ich Folgendes, ich lasse weg, dass er als Schauspieler da war, das ist Helge, und dass er in der Klamotte da war. Ich sage einfach nur das, was er gesagt hat, also da Adolf Hitler zitiert hat, und behaupte dann, Helge Schneider zitiert dort Adolf Hitler, wahrscheinlich ist er ein Fan von Adolf Hitler. Ich lasse einfach die Rolle weg, einfach, dass er als Schauspieler gewirkt hat. So ist das genauso. Wurde die Frage, hat man mir heute auch schon mal gestellt, ich habe vor 3 Jahren einen sehr, sehr langen Chat über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen mit einem Historiker geführt, da ging es um die verschiedensten Themen und der kam dann immer wieder auf die deutsche Geschichte. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mich über 10 Jahre bei meinem Radiosender Fritz mit deutscher Geschichte beschäftigt habe, habe eine Rubrik gehabt, die hieß Rückblicken und da habe ich jede Woche den Holocaust thematisiert, weil das, was ich aus dem Holocaust gelernt habe, das gibt es ja immer noch, nämlich Willkür. Ja? Dass auf Menschengruppen personenbezogen gezeigt wird, Homosexuelle, alleinerziehende Frauen, Menschen, die eine dunklere Hautfarbe haben und dann schließen sich andere zusammen und verprügeln die und dann gibt es andere, die schauen sich das an, halten ihr Handy drauf und lassen das zu. Wir lernen aus dem Dritten Reich, gegen diese Art von Willkür aufzustehen. Nicht nur gegen Willkür, wenn auf Juden eingeschlagen wird, sondern Willkür gegen irgendwelche anderen Personen. Dagegen sollte man aufstehen. Und dann, bitte, so ist das. Also das ist ja auch klar. Und dann hat mich dieser Historiker wirklich genervt. Dann habe ich dann irgendwann verkürzt in die Maschine reingejagt, auch alles relativ falsch geschrieben, weil es war zwischen Tür und Angel. Ja, und mir war nicht klar, dass man nicht mal mehr privat einen Chat führen kann, sondern dass das alles öffentlich wird. Das behindert einen Journalisten im Grunde ein bisschen. Dann habe ich dazu, und dann hat man dieses Zitat herausgenommen, aber es ist eine Mail, die geht über mehrere Seiten. Und am Ende kommt einfach heraus, dass ich kein humanistisches Weltbild habe. Und derjenige, der H&M Breivik, wie ich ihn nenne, der ja auch bei Breivik mehrfach zitiert wird, ja, als Quelle, als Inspirationsquelle, der hat ja versucht, diesen langen Mailverkehr der Süddeutschen Zeitung oder der Zeit anzubieten und sagen, guck mal, dieser Mann ist ein Antisemit und darauf hat die Zeit und die Süddeutsche Zeitung gesagt, das stimmt gar nicht, das Gegenteil ist der Fall und hat der Bruder eben gesagt, na, dann manipuliere ich eben die Mail und mach das draus, okay? Also, das ist einfach ein Systemscherge, der versucht hat, mich abzuschießen, das hat er mit seinem Verleger gemacht, mit vielen anderen politischen Köpfen und was ist dabei rausgekommen? Ich bin heute in Wien. Also, das ist eine Diffamierungskampagne, ja, und wenn man Leute aus dem Feld schießen will, gibt es immer wieder Diffamierungskampagnen. Wenn man der Wahrheit zu nahe kommt, dann landen Dinge auf deinem Rechner, das willst du gar nicht haben. Aber du kommst in dieser Presse eben nicht zu Wort, weil du sie nicht kontrollieren kannst. Und deswegen ist das Internet schön, weil die Presse kann dieses Internet nicht kontrollieren. Wir haben eine Art Waffengleichheit im Moment und das ist ein schmales Zeitfenster, was sich wieder schließt. Also mich ruhig darauf ansprechen, ich habe kein Problem damit, aber diese Diffamierungskampagne funktioniert einfach nicht mehr. Mich kann man damit überhaupt nicht einschüchtern, im Gegenteil, man lockt mich aus der Reserve und ich gebe nie auf. Ja, das stimmt. Also diese E-Mail, die zitiert worden ist, die ist wirklich voller Rechtschreibfehler. Es war auch ein Chat. Ah, es war ein Chat. Okay. Na, das wundert mich dann auch weniger.
Ja, die Frage ist dann trotzdem, ich habe mit zwei Leuten gesprochen bei der vorletzten Mahnwache und dort wurde gesagt, das sind Einzelmeinungen, okay? 50% strukturelle Antisemiten. Verstehst du das irgendwie? Ich weiß, du bist nicht für das verantwortlich, was andere Leute sagen, sondern nur für das, was du sagst. Aber kannst du dir das irgendwie erklären? Also ich kann diese Zahl 50% nicht bestätigen, weil ich nicht frage, Entschuldigung, sind Sie ein struktureller Antisemit? Und dann hält mir eben 50% die Hand. Woran erkennt man strukturelle Antisemiten? Das weiß ich gar nicht, ja? Aber Petram Chayar, bekannt Attac-Urmitglied, hat ja mit mir auch darüber gesprochen. Bei jeder Bewegung, das erleben wir, haben wir in Ägypten erlebt, wir haben es in der Türkei erlebt, wir erleben es auch in Spanien, in Indignados und so weiter. Jede Bewegung, die neu ist, die ist nicht homogen. Und natürlich gibt es Menschen, die sich da anschließen. Wir hatten in Berlin nicht das Problem, sondern ein Mitglied, ein bekanntes Mitglied der NPD, kannte ich gar nicht. Und das wurde dann von der Presse abgebildet. Aber daneben standen 5 Piraten und 5 Grüne. Und das wurde nicht abgelichtet. Also man kann alles verzerren. Ich kann nur sagen, geht doch selber auf die Demo und sucht mal hier die NPD-Mitglieder raus. Also ich sehe da jetzt nicht so viele. Vielleicht ist eins dabei und hat sich gut getarnt. Vielleicht ist es der Mann da drüben im Anzug. Ich weiß es nicht. Oder ein Mann mit Rasterlocken, der das nicht verstanden hat, was die NPD möchte. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dorthin zu gehen und sich die Frage zu stellen, wenn ich nicht möchte, dass rechtsradikale Kräfte auf den Demos die Überhand gewinnen, dann muss ich als Nicht-Rechtsradikaler da eben hingehen. Ganz einfach. Dann einfach dorthin gehen und einfach das ein wenig, sage ich mal, die Suppe ausdünnen. Ne? Das heißt nicht, dass es die Leute nicht gibt. Ja, das ist klar, dass es die eben gibt, aber sagen, das ist die Minderheit und nicht die Mehrheit. Danke. Also, was mich auch interessieren würde, ich glaube, du kennst Jürgen Elsässer. Klar. Ziemlich gut, also er ist dein Chefredakteur, zumindest arbeitest du für diese Zeitschrift. Er ist mein Chefredakteur? Nein, du arbeitest für seine Zeitschrift, sagen wir so. Ich arbeite nicht für seine Zeitschrift. Du verfasst Beiträge für seine Zeitschrift. Nein, ich verfasse nicht Beiträge für seine Zeitschrift. Ich bin freier Journalist und als freier Journalist gebe ich meine Texte an verschiedene Medien, also die NHZ sehr links oder das kritische Netzwerk Ultra links und kompakt auf Facebook druckt das auch ab und zu, also online, weil meine Texte sind viel zu lang, kompakt kann das gar nicht drucken. Alle, die Linken wie die Neutralen oder Neorechten, wie immer du sie nennen möchtest, ich weiß nicht so genau, was das eigentlich ist, nehmen die Texte genau so, wie sie sind. Ja? Aber dann sucht man sich nur jemanden, der auch kritisch berichtet oder auch ein Spalter auf eine Art und Weise ist oder zur Familienpolitik eine völlig andere Meinung hat, sagt, für den arbeitest du. Ich habe neulich hier gerade einen Kollegen hier von der Presse da, der habe ich gefragt, Entschuldigung, du tankst doch bei OMV, ne? Ist doch hier eine Benzinverkaufsfirma hier in Österreich, OMV, siehst du, viele von der NPD tun das auch. Arbeitet ihr zusammen? Ja, aber du tankst doch auch bei der OMV, genau wie Mitglieder von der NPD, oder? Arbeitet ihr zusammen? Nee. Die tanken dort. Stell da keine Gemeinsamkeiten her. Also ich arbeite nur für KenFM. Du kannst den Text übernehmen, du kannst es auch lassen. Mir geht es darum, verbreitet zu werden. Und wenn es Leute gibt, die irgendwie rechts sind und Probleme haben mit Ausländern, das bin ich auch ja als halber, aber man ist ja auch überall fast Ausländer, und die lesen dann meine Texte und ich kann es schaffen, sie von ihrer durchgeknallten Meinung ein wenig wegzulotsen, dann habe ich was geschafft. Ich verstehe mich da eher so als eine Art Sozialarbeiter. Ich verurteile die Leute nicht, die Drogen nehmen. Ich versuche sie dort weg, worüber berichtet wird. Genau, ja. Ja, also ich habe Folgendes festgestellt, sogenannte linke Medien, was immer das sein möchte, also die etablierten Medien, ja, ob du jetzt Dreisat nimmst, Kulturzeit oder ob du den Spiegel TV nennst, das ist ja eigentlich Springer, wenn du Spiegel TV sehen willst, musst du RTL angucken, das ist ja an sich schon eine Farce, die haben ein Bild von diesen Demonstrationen nennen, es sind ja über 60, wenn du mal zusammenrechnet, wie viel es inzwischen waren, waren es eine Menge. Und da haben sie sich drauf eingeschossen und dann ist das eben so. Und was diesen Journalisten zum Teil, nicht alle, abhanden gekommen ist, zuzugeben, wir haben uns geirrt. Das ist ein Defizit, okay? Und wenn man sich geirrt hat, muss man sich einfach hinstellen und sagen, wir haben uns geirrt. Ich habe mich auch schon mal geirrt. Und es ist ein Zeichen von Größe zu sagen, ja, ich habe mich geirrt, weil ich hatte Angst, wer da kommen könnte. Das sind jetzt aber gar nicht die Leute, von denen ich dachte, dass sie da kommen, sondern ganz andere. Und dann kann ich es auch zugeben. Ich habe das Recht, dass ich vorsichtig bin als Journalist, wenn ich so etwas sehe und das nicht zuordnen kann. Aber ich muss dann auch die Größe haben, zuzugeben, dass ich mich geirrt habe und dass ich ganze Menschengruppen diffamiert habe. Die Größe muss ich haben. Die Sache ist die, ich glaube, du kannst zwei Sachen bei den Medien falsch machen. Entweder du bringst sie unter Druck oder sie nehmen dich nicht ernst. Also was glaubst du, was bei dir erfüllt ist in dem Fall? Ich will nicht über die Medien so sprechen. Natürlich muss man immer auf so einer Bühne verkürzen, ne? Also Pauschalurteile. Aber die Medien gibt es nicht. Es gibt große Medienkonzerne, die sind ja in wenigen Händen. Ja? Wir haben in Amerika 6 große Konzerne, die 5000 Gazetten und die 800 Radiosender und die 16.000 Fernsehsender verwalten. Und das sind oft, sag ich mal, Konzerne wie NBC, die gehören zu General Electric. Da haben wir also eine Firma, die Presse macht und eine Firma, die ein großer Rüstungsgigant ist. Also ist klar, dass es zu Interessenskonflikten kommt, dass die Pressefirma kein Interesse daran hat, einen Krieg zu verhindern, an dem der andere Teil des Konzerns verdient. Das müssen Leute erstmal verstehen. Wie unabhängig ist die österreichische Presse? Ja? Die wird ja auch ganz stark aus Deutschland mit
manipuliert. Und deswegen, was ich verstanden habe, wenn ich heute etwas in der Zeitung lese, dann hat mir jemand etwas erzählt, den ich nicht kenne, ein Reporter. Und wenn ich aber zu meinem Nachbarn sage, der hat mir was erzählt, dann kenne ich den wenigstens. Ich kann das, was heute in der Zeitung steht, egal welche Gazette, ich muss es als eine Quelle sehen, als eine Meinung. Es hat überhaupt keinen, es ist nicht so, dass weil es drinsteht im Standard oder in der Presse oder wo auch immer, dass das dann stimmt. Das Einzige, was in der Zeitung heute stimmt, ist das Datum. Ich muss das alles hinterfragen. Und wir haben es ja auch bei der aktuellen Presse gesehen, die erzählen einfach Bullshit. Ja? Und das ist kein schlechter Journalismus, das ist gar kein Journalismus, das ist einfach nur Propaganda. Und deswegen, wir sind ja hier die neuen Reporter. Guck mal, hier sind lauter neue Reporter ohne Auftrag, ohne Presseausweis. Wir müssen die Presse sein, denn nur weil wir diese alternative Presse haben, sind hier Leute. Wir brauchen diese Medienabdeckung nicht, denn auch diese nicht vorhandene Medienabdeckung konnte das hier nicht verhindern. Das ist der erste Schritt. Ja, danke, du hast sicher recht. Trotzdem taucht ab und zu doch der Vorwurf der verkürzten Ansicht auf. Du hast gesagt, du willst Sachen wirksam rüberbringen. Schließt dir das insofern gegenseitig aus? Es gibt eine mediale Mechanik einfach. Also wenn du dir ein Fußballspiel in der Zusammenfassung anguckst, in der Sportschau zum Beispiel, dann ist es nicht dasselbe, als wenn du im Stadion warst. Also müsstest du das Spiel komplett im Fernsehen übertragen, aber selbst im Fernsehen komplett übertragen, ist es nicht dasselbe Spiel, wie wenn du im Stadion warst. So, und man muss Medien verstehen. Das heißt, wenn man auf der Bühne etwas macht, wenn man etwas verkürzt rüberbringt, wenn man Leute interessiert, das ist das, was ich möchte, dass sie sich für sich selber interessieren, dann bedeutet das nicht, damit ist der Unterricht zu Ende. Danach müssen sie ins Netz gehen, in die Bücherei gehen, diese Dinger ohne Strom, und einfach lesen, worüber der geredet hat, und dann sagen, wo liegt der Richter, wo liegt der falsch? Hey, ich bin doch nicht der Verkünder der Wahrheit, aber viele Leute haben angefangen, sich jetzt mit Geldpolitik zu beschäftigen. Also, und wenn die Montagswachen ein Auslöser dafür waren, dass man sich mit etwas beschäftigt, mit dem man jeden Tag zu tun hat, nämlich Geld, dann ist das richtig, und dann lasse ich mir auch den Vorwurf gefallen, das wäre verkürzt. Verkürzt ist, ich kriege von dir 100 Euro. Das ist verkürzt. Ja, würdest du sagen, deine Quellen sind zuverlässig insofern? Es gibt keine zuverlässigen Quellen. Aber ich kann da nur mit Scholatour antworten, der ja auch eine andere Meinung hat zu dem Konflikt oder von dem gemachten Konflikt in der Ukraine. Der hat beim Tagesspiegel auf die Frage, wer sind ihre Quellen, gesagt, ich bin die Quelle. Nein, ich bin Reporter und ich stehe mit vielen anderen Reportern an der Kampflinie wirklich in Kontakt, denen ich vertraue. Ja? Vielleicht belügen die mich professionell, aber ich glaube, eine relativ gesunde Menschenkenntnis zu haben. Und ich vergleiche sehr, sehr viele Quellen. Und wenn ich etwas nicht genau weiß, dann schreibe ich es nicht so, das kann man als Journalist, dass ich nahelege, es sei so gewesen. Also das macht ja oft die Springerpresse, dass sie oben drüber schreibt, Ken Jebsen ist völkisch. Ja? Oder da steht aber völkische Ansichten von so und so. Dann kommt mein Bild darunter und dann denken die Leute, das wäre meine Aussage gewesen. War gar nicht meine Aussage, aber das Bild suggeriert das. Und im Text selber findet sich das auch nicht wieder oder es findet sich wieder. Das heißt, oben ist eine Behauptung, innen wird die bestätigt vom selben Autor und das ist dann der Beweis. Das ist Quatsch. Und das müssen die Leute verstehen. Die Medien haben hier einen Sinn. Die Medien sollen dich nicht informieren, die Medien sollen dich formieren. Die Nachrichten sollen dich nicht nachrichten, sondern dich nachrichten. Du musst das immer hinterfragen, weil alle Medien gehören irgendjemandem. Und dieser jemand hat ein Interesse, dass du das denkst und nicht das denkst. Dass du in diese Richtung guckst und nicht in diese. Und wenn man sagt, wenn man dort eine Blendgranate schmeißt, dann kannst du da hingucken, aber guck dich auf jeden Fall um. Das musst du lernen aus der medialen Berichterstattung. Und da ist auch die Montagswache und diese Demos hier ein hervorragendes Experiment, weil wenn man hierher kommt, ihr seid jetzt schon mehrfach hier, und danach liest, was das war, dann sagt man, aha, das stimmt ja gar nicht. Aber was stimmt dann an der Berichterstattung zum Beispiel über die Ukraine? Und das sollen die Leute verstehen. Nicht so viel, okay? Macht euch selber schlau. Ihr könnt selbst lernen hier, das ist einfach ein Experiment. Also, schönes Experiment. Okay, naja gut, aber trotzdem verstehst du den Vorwurf, dass Journalisten monieren, dass du sozusagen Meinungsblogs konsultierst oder private Blogs, weil es wird immer gesagt, ja, diese Webseite, die könnte ich genauso machen. Eine Verschwörungswebseite könnte ich genauso ins Netz stellen mit diesen und jenen Argumenten. Verstehst du das irgendwie? Misstrauen ist gesund, ja, aber die Leute, wenn sie etwas im Internet sehen, also die Gegner zum Beispiel, die ich gerne einlade, weil ich kenne gar keine Gegner, ich kenne nur Mitbewerber, die sagen dann, ist das eine seriöse Quelle und nehmen dann den Spiegel, ja. Warum ist der Spiegel eine seriöse Quelle? Weil. Warum? Der Spiegel hat schon so viel Müll geschrieben, ja? Aber ist immer noch eine seriöse Quelle. Also, warum ist, nur weil der auf bedrucktem Papier ist, das heißt gar nichts, ja? Und deswegen, ich versuche einfach den Leuten klarzumachen, wenn du zu einer Gazette greifst, zur FAZ oder der Standard, dann kannst du dich mit Leuten identifizieren, die du langsam kennst. Also, ich kenne es noch von Plattenkritiken. Wenn jemand Public Enemy schlecht besprochen hat, ich bin in den Laden gegangen, habe mir die Public Enemy-Platte geholt, habe sie aufgehört und dachte, okay, die ist wirklich so schlecht, dann wusste ich, der Typ hat endlich meinen Geschmack. Oder ich habe sie aufgehört und dachte, die ist ja richtig geil. Dann wusste ich immer, wenn dieser Typ schlecht über Public Enemy oder jemand anders schreibt, dann hat er genau meinen Geschmack nicht.
nicht getroffen, die Platte hole ich mir. Das muss man machen. Man muss sich die Presse und das alles anschauen und sich selber schlau machen. Presse zu lesen ist Arbeit, aber die meisten haben wahrscheinlich immer eine Tageszeitung dabei oder vergleichen zwei oder drei. Und das muss man eben machen. Das ist Arbeit, aber das ist Arbeit an sich. Ja? Und die Menschen sollten sich die Zeit nehmen, und ich bin sicher, in diesem Land wird doch sehr viel Fernsehen geguckt. Wenn man aufhören würde, diesen Quatsch im Fernsehen zu gucken, hätte man mehr Zeit, Zeitungen und Bücher zu lesen. Also investiert eure Zeit in Bildung und nicht in Fernsehen. Ist natürlich ein Pauschalurteil, es gibt auch gutes Fernsehen, das ist richtig. Ja, ich würde auch sagen, Objektivität entsteht beim Endkonsumenten im Kopf sozusagen. Das kann eigentlich auch keiner einem abnehmen, diese Arbeit, letzten Endes. Ja. Wenn wir beide auf ein Rockkonzert gehen, ne, dann wirst du vielleicht sagen, es war super und ich fand es nicht so gut. Oder du sagst, der Song war der geilste, sag ich, fand ich total beschissen. Ja. Wir werden uns da nicht einig werden können, weil das ist genau das, wenn ich an deiner Stelle wäre. Ich kann nicht an deiner Stelle sein, weil an der Stelle, an der du jetzt stehst, stehst du jetzt. Jetzt gehst du mal weg. Jetzt bin ich an deiner Stelle, aber du bist an einer anderen Stelle. Jetzt muss ich auf deine Stelle kurz gehen. Jetzt bist du an der Stelle. Wir werden niemals an derselben Stelle stehen. Auch das ist eine Metapher. Das muss man verstehen. Wir alle sind Menschen, die sich gegenseitig begegnen, aber das ist eine Metapher. Wir werden niemals einer Meinung sein. Das wäre ja furchtbar, wenn es die falsche wäre. Wir müssen toleranter werden. Das sind auch die Mahnwachen. Wir müssen toleranter werden, sogar mit Leuten, die wir nicht verstehen. Okay. Ja, danke für dieses Interview. Ich würde da gerne einen Strich drunter machen. Also möglicherweise bin ich gar nicht der allerkritischste von deinen Interviewpartnern. Deswegen gibt es nachher auch noch die Möglichkeit, von Seiten der Presse, der Medien und von Seiten des Publikums Fragen an den Ken Jebsen zu stellen. Kein Problem. Darf ich dir kurz eine Frage stellen? Die wievielte, also montags waren jetzt mal abgezogen, die wievielte Demo ist das, die du besuchst? Die sechste oder siebte. Die siebte. Wo warst du sonst immer? Fünfmal bei den Montagsmahnwachen. Ja, aber davor, warst du irgendwie Anti-Atom-Demo gehabt? Wo warst du sonst vorher? Anti-Akta. Okay, und noch? Die zweite war auch Anti-Akta, weil sie es nämlich nicht zu den Akten gelegt haben. Akta ist richtig, kommt ja. Ne? Wie alt bist du? Ich bin 27. 27. Wer ist denn jetzt hier zum ersten Mal auf so einer Demo? Also, dass die Montagsdemos die ersten Demos sind, die er besucht. Gibt's da Leute? Siehst du, da sind ein paar, die wir durch diese Montagsgeschichten politisiert haben. Mehr will ich nicht. Mehr will auch Lars Mayholz nicht. Dass Leute, die sich bisher nicht dafür interessiert haben, ist alles Schmuh, Käse, anfangen, sagen, ich mache da jetzt auch mit. Weil wir können die Probleme, die es da draußen ja wirklich gibt, wir können die nur gemeinsam lösen. Und ich glaube, wir können sie gemeinsam besser lösen als einige wenige Politiker, die da oben ja sitzen, das auch nicht geregelt bekommen. Und deswegen, wenn wir sie da oben sitzen lassen, ist es unterlassene Hilfeleistung. Darin bin ich schlecht. Okay, ja. Danke noch einmal für dieses Interview. Hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, noch kritischere Fragen könnt ihr später stellen. Ken, du willst jetzt dann einen Redebeitrag bringen, oder? Ich habe kein Skript. Da bin ich schon drauf gekommen, deswegen ist die Frage, wie lange du brauchst. Das weiß ich nicht. Habe ich Zeit? Ich versuche mal 10 Minuten. Geht das? Also nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich glaube, 10 Minuten sind absolut okay. Ja? Okay, ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Riesenapplaus von euch bekommen für einen Spitzenmann, den ich hier kennengelernt habe. Den kenne ich eigentlich schon, aber der ist ja ein Mann, der hier in Wien wirkt, nämlich der Kollege Franz Hörmann, der nachher zu Geld sprechen wird. Ganz kurz, Franz, mal zu mir kommen. Wir sind inzwischen per Du. Franz, vielleicht mal die Leute heiß machen. Du wirst nachher auch sprechen. Kommst du hier mal kurz zu mir nach vorne? Du wirst nachher natürlich auch sprechen zu Geld. Und wir haben gerade ein Interview hinter uns an der Universität. Kannst du kurz eingrenzen, über was du konkret reden wirst? Ja. Ich möchte in wenigen Worten die Kernprobleme der Giralgeldschöpfung darstellen. Aber ich möchte euch Tipps geben, wie ihr das kommuniziert. Wie das den Behörden gegenüber, den Gerichtsvollziehern, den Bankmitarbeitern kommuniziert, sodass die damit klarkommen. Nee, denn es ist immer ein Problem. Eigentlich haben die das studiert und haben die das gelernt, aber sie haben es nicht verstanden. Also nicht jeder, der etwas studiert hat und eine Prüfung gemacht hat, der weiß, auf welchen Grundlagen, welchen Prämissen das Modell beruht und welche Folgen es hat. Das hat mit unserer merkwürdigen Ansicht von Bildung zu tun. Und der nächste Punkt. Ich möchte euch ein kurzes Szenario anbieten, wie man sich vorstellen kann, dass wir möglichst schmerzfrei für alle Beteiligten in eine neue Gesellschaft kommen, die eine Win-Win-Situation darstellt. Wo also die Reichen reich bleiben, die Armen reicher werden, die Mittelklasse sich auch wohler fühlt und wo wir uns alle gegenseitig viel mehr Freiheit geben. Freiheit, das zu tun, was wir wirklich tun wollen. Die Möglichkeit haben wir heute. Vielen Dank. Wir sehen uns dann gleich hier. So, ich hoffe, dass ich das mal ohne Fiepsen hier durchbekomme. Also an dieser Stelle nochmal, was mich besonders erstaunt, tut es mich nicht wirklich, aber trotzdem so den normalen Durchschnittsdeutschen wird schon erstaunen. Es gibt ja immer dieses Gefrotzel zwischen Österreichern und
und Deutschen. Und dass jetzt ein Berliner hier in Wien sprechen kann und dass Wiener dem zuhören, das finde ich nicht selbstverständlich. Aber das zeigt, dass die Montagsmahnwachen schon was erreicht haben, dass wir im deutschsprachigen Raum diese althergebrachten Grenzen, und wenn sie auch noch so albern sind, dass wir die aufhören oder aufheben, das sollten wir jetzt auch noch auf den Skipisten tun, und wir kommen wirklich ins Geschäft, Freunde, ja? Toll. So, ich habe hier kein Konzept, ja, weil ich weiß, was ich sagen möchte. Und ich möchte mal anfangen mit etwas, was natürlich mein Kernthema ist. Es geht natürlich um, wie Medien funktionieren und warum Medien, auch heute ist hier wieder ein Reporter, warum Medien so kritisch uns gegenüber sind. Ja, und ich bin ja selbst Medienmann. Ich möchte an dieser Stelle den Kollegen Tolstoi zitieren. Der hat nämlich, der ist ja ein Putin-Versteher, ist schon tot, aber er sprach ja Russisch. Der hat nämlich gesagt, es lässt sich selbst das, also selbst das dem Dümmsten lässt sich das Komplizierteste beibringen, wenn der noch keine Ahnung davon hat. Hingegen lässt sich selbst das Einfachste dem Klügsten nicht vermitteln, wenn der bereits vorher weiß, um was es geht. So, darüber habe ich lange nachgedacht. Wenn also ein Halbintellektueller mit einem Vorurteil kommt, den kriegst du praktisch nicht gewuppt. Ja? Während jemand, der gar keine Ahnung davon hat, den kannst du vielleicht auch leichter reinlegen, aber der hat dieses gesunde Bauchgefühl und hört dir zu und sagt, was an dem, was der Kollege sagt. Jemand wie Lars Meerholz hält, hat mir gesagt, das wäre wesentlich aufregender, als aus den 4000 Meter zu steigen und sich hinstellt und einfach über Dinge spricht. Er muss nicht die perfekten Lösungen dafür haben, aber er traut sich, sich auf die Bühne zu stellen und sagen, das und das und das, das verstehe ich nicht, das sehe ich anders. Und das ist erstmal ein Wagnis, weil er macht sich angreifbar. Und in dem Moment, wo das ein Autonomalbürger tut, ist es ein Signal aller anderen Autonomalbürgern, dass das nämlich geht. Der entscheidende Punkt bei den Mahnwachen ist, dass Menschen Courage in sich selber entdecken und auf die Bühne gehen. Dass ich das mache, ist klar, ist mein Job. Aber dass ihr das macht, dass ihr euch angreifbar macht, weil ihr auch an die Bühne geht, auch sprecht, das ist der entscheidende Punkt. Ihr müsst aufhören, eure Angst zu verlieren, was die anderen sagen. Vergesst, was die anderen sagen. Ja? Hört auf das, was ihr sagt und guckt dann, wie es, was es für eine Reaktion hat. Deswegen ein Applaus an Lars und auch alle, die hier sind. Es geht um euch, die ganz normalen Menschen. So, ich möchte, das ist das, was ich gelernt habe bei diesen Mahnwachen. Die meisten von uns sind natürlich in ihrem Beruf, ja, oder in der Familie oder wo auch immer, angstgesteuert. Sie überlegen sich ganz genau, wenn sie etwas sagen wollen, ob sie das vor ihrem Nachbarn so sagen können. Und wenn sie merken, da stoßen sie irgendwie auf Grenzen und jemand fragt ihnen, was soll das, dann halten sie mit ihrer Meinung hinter dem Berg. Und die Mahnwachen, ja, sind ein Zeichen für euch, das eben nicht zu tun. Ich meine, die meisten von uns haben vielleicht jetzt ein bisschen mehr, aber vorher hatten sie überhaupt keine Ahnung von Geldpolitik, ja. Und jetzt fangen sie an, sich mit Geldpolitik auseinanderzusetzen. Und da muss man sich doch die Frage stellen, oder nicht die Frage nicht gefallen lassen von der Presse, wieso beschäftigst du dich denn jetzt mit Geldpolitik, sondern wieso habe ich mich all die Jahre nicht mit Geldpolitik beschäftigt? Ich meine, ich habe es jeden Tag. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe das Wort Giralgeld erst vor 4 Wochen gehört. Warum ist das so? Warum spricht man nicht über Geld? Und wenn Leute sagen, spreche nicht über Geld, solltet ihr über Geld sprechen, Freunde, ja? Ihr solltet jetzt über Geld sprechen, ja? Oder wenn Leute sagen, mach das Fernsehen an, da wird ja dauernd falsch über mich berichtet, dann ist das ein Zeichen, mach das Fernsehen nicht mehr an, mach es aus, zieh den Stecker raus und verkauf das Gerät, ja? Du brauchst dann diese Art von Fernsehen nicht. Aber trotzdem, ich habe neulich wieder jemand gehört, der sich über die Presse aufregt, ich habe das hier gesehen, Spiegel TV, und da habe ich gesagt, dann guckst du also RTL. Es lief so nebenher, wie kann denn RTL nebenher laufen? Ja? Ganz ehrlich, wer hat von euch noch einen Fernseher und schaut so Fernsehen, so um zur Ablenkung, um sich ein bisschen zu chillen, so wegzukiffen? Wer macht das noch? Gibt es noch Leute, die einen Fernseher haben? Die wenigen noch? Sehr schön, sehr löblich. In Berlin sind die Hände weiter oben. Also, das Gerät weglassen. Die wirklich guten Sendungen, die es hier noch gibt, ja, auch bei Dreisat, auch bei Arte, kommen ja über YouTube sowieso an euch. Ihr müsst ihr solltet in Bildung investieren, indem ihr einfach die Kernthemen, die hier angerissen werden, indem ihr euch da selber schlau macht. Natürlich ist es so, dass man, wenn man sich mit Geldpolitik beschäftigt, wenn man über die FED redet, da soll man auch über die EZB reden, dass das so komplexe Themen sind, dass dann relativ schnell einfache Lösungen angeboten werden. Aber das Problem bei allen Problemen, die wir heute haben, dass die meisten von uns schon von Problemen gehört haben, aber in etwas sehr, sehr gut sind. Sie sind nämlich passiv. Ne? Die meisten sind passiv und das ist auch die Aufgabe von Regierungen und Parteien. Ich meine, ihr wart wählen, ihr habt euch das Ergebnis angeschaut, wir haben da einen Post zu veröffentlicht, nämlich ganz viele sind Gewinner, noch mehr sind Verlierer, total überraschend, Parteien sollen es reißen und viele sind enttäuscht. Aber es tut sich ja nicht etwas. Parteien sind meiner Meinung nach Andockstationen für Lobbyisten, das wissen auch viele. TTIP wird vorher und nachher und weiter verhandelt, völlig egal, wer dort drin sitzt. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr auf die Straße gehen. Und das ist meine Erkenntnis in Berlin, du kannst Blogs schreiben, du kannst auf Mahnwachen gehen, du kannst bei Facebook darüber diskutieren. Die einzige Sprache, die Regierende, ja, als Pressesprecher der Industrie versteht, ist, wenn ihr massenhaft auf die Straße geht, weil dann wissen die, es gibt euch, ihr seid da. Ihr müsst da sein, ja, ihr müsst präsent sein.
So, und für mich ist es so, ich war vorher auch nicht auf vielen Mahnwachen. Ich war bei einmal bei einer Monsanto-Demonstration und da habe ich mir die Frage gestellt, nachdem ich mit Pedram Chaya von Attac zusammengekommen bin, warum denn die Aktivitäten von Attac, ja, über viele Jahre, warum das denn an mir vorbeigegangen ist. Vielleicht hat Attac nicht die richtige Sprache gesprochen, um mich zu erreichen. Das ist dann mein Fehler oder deren Fehler, ist ja auch ganz egal. Aber wenn man es mal geschafft hat, dass man Leute erreicht, und ich schreibe ja auch sehr viele Sachen, aber wenn man auf Bühnen steht und vielleicht eine etwas einfachere Sprache spricht mit Emotionen, wenn man dann Leute erreicht, dann sollte man das doch nicht immer nur analysieren. Warum ist das denn jetzt so? Dann sollte man sich darüber freuen, dass man Leute erreicht, und dann sollte man sich anschauen, ob man ein Kollektiv bilden kann. Und was wir bei diesen Mahnwachen sehen können, ist, dass es eben Mahnwachen in 60 Städten in Deutschland gibt, auch in mehreren in Österreich, auch in der Schweiz. Wir haben hier einen gemeinsamen deutschsprachigen Raum, und das ist ein Anfang. Ja? Freunde, das ist doch ein Anfang, ja? Und wie das jetzt weitergeht, das weiß ich doch nicht, ja? So, aber das ist für mich der erste Anfang und ich versuche an diesem Anfang dran zu bleiben. Und es gibt viele Leute, die sagen, daraus wird bestimmt nichts. Nicht mit diesen abtörenden Argumenten kommen. Wenn du möchtest, dass das besser wird, dann geh doch da nicht mehr weg, ja? Wir müssen erstmal versuchen, mit dieser Mahnwache bis zur WM zu kommen. Ja? Und dann die WM zu überleben. Und wir sehen das, es gibt hier keine Nationalflaggen. Und viele haben uns vorgeworfen, wir wären irgendwie deutsch-national oder national unterwegs, totaler Bullshit. Aber dieselben Leute haben kein Problem, wenn in 4 Wochen alle irgendwelche deutschen Nationalflaggen durch die Gegend wehen, weil Fußball stattfindet. Dann ist das ein völlig normales Gefühl. Lasst euch da nicht kirre machen. Das Gefühl, was ihr habt, dass ihr hierher kommt, ja, und euch unterhaltet und auch anderen zuhört, dieses Gefühl stammt ja von etwas, dass ihr sagt, irgendetwas läuft nicht nur in diesem Land, auch in Deutschland, in der Schweiz, in ganz Europa läuft es schief. Und es gibt eine Schieflage. Und die Schieflage ist, dass es einigen sehr, sehr gut geht und immer mehr ganz, ganz nicht richtig gut, sondern richtig schlecht. Und wenn ihr dieses gesunde Gefühl habt, also einen Instinkt habt, dann lasst euch doch nicht erklären, dass ihr pervers seid oder rechts. Ihr habt einfach einen Instinkt, ihr habt ein Bauchgefühl und dem solltet ihr nachgeben. Das ist der entscheidende Punkt. Ihr solltet dem nachgeben und nicht sagen, ich muss das jetzt erklären. Ja? Ich bin empathisch. Ihr müsst euch eigentlich die Frage stellen, wie konnte es sein, dass das, was ihr ja auch in Wien gesehen habt, zum Beispiel an Verarmung, dass ihr das so lange ausgeblendet habt. Aber dann nicht gleich, oh Mann, ich habe jetzt so lange das ausgeblendet. Ja, aber jetzt blendest du es nicht mehr aus. Und jetzt solltest du anfangen, dir die Frage zu stellen, ist das nötig? Hat diese Stadt wirklich kein Geld, um diesen Menschen nicht eine Chance zu geben? Ja? Und diese Probleme sind überall. Ich kann nur an euch appellieren, etwas zu machen, was Regierungen gar nicht mögen. Ihr sollt euch einmischen. Ihr sollt euch einmischen, permanent einmischen. Regierungen sind so ein bisschen wie Eltern, die legen euch immer die Klamotten raus. Ja? Aber ihr wohnt nicht mehr zu Hause. Ihr wohnt nicht mehr zu Hause. Und wenn ihr jetzt nach Hause kommt, dann habt ihr vielleicht auch schon Eltern, wie so wie meine Mutter mit 50, die sagt dann immer noch, Junge, wie bist du denn angezogen, ist das nicht zu kalt? Und dann mache ich mit ihr keinen Fass auf, sage ich, ja Mutter, super. Aber ich würde, dann sage ich auch ein paar Sachen, die sie hören will. Aber in grundsätzlichen Fragen sind wir uns einig, in anderen sind wir uns nicht einig. Aber ich würde nicht anfangen, nur noch zu lügen bei meiner Mutter, sondern ich würde sagen, zu Mutter, das ist so, das bleibt so, ich bin dein Sohn, aber ich bin erwachsen. Und ihr seid Bürger, ihr seid wahlberechtigt, aber ihr müsst euch als Erwachsene verstehen. Und Wahlen, ich habe ja auch gesagt, ich gehe nicht zu dieser Europawahl. Ich bin auch nicht hingegangen, ich habe über das Flugfeld abgestimmt und das Flugfeld bleibt ein freies Feld, es wird nicht bebaut, Freunde, ja? Das ist Volksentscheid, ja? Ihr müsst euch als das begreifen, oder was ihr seid, nämlich freie Bürger, die frei entscheiden können. Und wenn ihr kein Vertrauen mehr habt in diese Demokratie, ja, dann ist das ja nicht von ungefähr gekommen. Und jeder hat zu mir gesagt, dieses Beispiel mit den Vögeln zum Beispiel, nicht alles kann demokratisch entschieden werden. Ja, die Zugvögel, die wählen nicht demokratisch, dass sie nach Afrika fliegen, die fliegen dahin und fliegen zurück. Das war ein Jonathan Mese-Zitat, Freunde. Ja? Man muss doch den bekanntesten deutschen Künstler, der in Bayreuth inszeniert, den muss man doch kennen. Aber wenn dann irgendwie die linke Presse diesen Mann nicht kennt, dann ist das so, wie wenn man sagt, ich zitiere Einstein, und dann werde ich, den kenne ich gar nicht, aber ich studiere Physik. Ja? Also diese Leute sind nicht glaubwürdig. Irgendein Zitat nehmen, das rausnehmen und das dann verdrehen und sagen, was hat er wohl damit gemeint? Wenn ihr das, was ich zum Beispiel sage, und ich möchte eigentlich euch nur irritieren, ja? Wenn ihr das anders seht, dann ist es doch recht. Das ist doch recht. Aber ich möchte, dass es nicht nur da bleibt, dass es anders seht, sondern dass ihr eine Alternative lebt. Darum geht es. Warum bin ich nicht wählen gegangen? Für mich sind Parteien Andockstationen für Lobbyisten. Die wesentlichen Dinge werden in Brüssel hinter den Kulissen entschieden. Auch TTIP wird hinter den Kulissen entschieden. Und man muss sich nicht die Frage stellen, wie viel man davon verhindern kann. Man muss sich die Frage stellen, wie es so weit kommen konnte, dass in einem Rechtsstaat so Schiedsgerichte eingebaut werden können, wo dann die Industrie Vorgaben macht und dann guckt der Politiker noch, was er davon retten kann. Das ist ja gar keine Demokratie. Ich möchte nicht die Demokratie abschaffen. Ich bin auch nicht demokratiemüde. Ich würde die Demokratie gerne anschaffen. Aber es ist gar keine Demokratie, ja? Sondern da wird ständig in Hinterzimmern entschieden, ja? Da wird ständig hier die Raute gemacht und das ist dann eben so und dann vielleicht sprechen wir vielleicht mal dieses Wort gemeinsam, ich zähle euch ein auf drei, dieses alternativlos, es ist dann 2, 3, alternativlos. Und wer an der Spitze einer Pyramide steht, also vorgibt, der Schlauste zu sein, von dem erwarte ich, dass er Alternativen kennt, weil er hat ja den Überblick. Und wenn er da oben nicht den Überblick hat, dann ist er alternativlos, ja? Das ist dann nicht so, dass es keine Alternativen gibt, er kennt sie schon, aber er darf sie vielleicht nicht nennen.
Und was sind das für Leute, die da oben stehen und die Alternativen nicht nennen dürfen? Deswegen holt die Politiker raus aus diesen Informationen, aus diesen Machtpyramiden, holt sie raus aus diesen Firmen. Ihr müsst diesen falschen Respekt ablegen. Ihr habt vor den falschen Leuten Respekt und sagt, das können wir doch nicht machen, wenn das alle machen. Macht es doch alle. Ja? Ein bisschen Anarchie. Ein bisschen Anarchie. Und ich kann da nur mit Stefan Hessel immer wieder antworten. Stefan Hessel ist euch ja sicher bekannt, hat ja zwei wesentliche Bücher geschrieben, außer seiner Biografie und war auch ja Aktivist. Der hat ja, und die Menschenrechtscharta hat er mitgeschrieben, der hat gesagt, ein Buch geschrieben, das heißt Empört euch. Und Empörung ist auch wichtig, ja. Zorn ist auch wichtig, aber es reicht halt nicht. Das zweite Buch, auch ein schmales, hieß einfach Engagiert euch. Es reicht nicht, wenn ihr euch nur empört, ihr müsst euch auch engagieren. Und die Frage, die mir oft von Journalisten gestellt wird, ja, Ken, du kritisierst zu viel, so diffus und so. Und was ist denn jetzt die Lösung? Und da sage ich immer wieder, Rudi Dutschke, ja, es nützt nichts, wenn der Einzelne Antworten gibt, solange die gesellschaftspolitische Bewusstlosigkeit nicht überwunden ist. Und es hat auch gar keinen Wert, wenn für ein Problem, was ich erkannt habe, ich eine Lösung anbiete, weil es möglicherweise die falsche Lösung oder eine Lösung für mein Problem. Es gibt viele Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können. Ich weiß das nicht, aber wir müssen das gemeinsam erarbeiten. Ich setze mich gar nicht den Hut auf. Ich strebe kein politisches Amt an. Ich appelliere an die Basis, helft uns, mir gemeinsam Probleme zu lösen, die da sind. Es sind Probleme da. Ja? Und ich glaube, was man sagen kann, und ist das jetzt populistisch, diese Welt wird ungerechter. Ich meine, aktuelle Zahlen von Oxfam, 85 Menschen auf diesem Globus, ja, besitzen so viel wie 3,5 Milliarden. Und wer dann daran nicht erkennt, dass an diesem System, sage ich mal, etwas nachjustiert werden könnte, der hat doch einen Dachschaden. Ja? Also wenn 85 Leute so viel besitzen wie 3,5 Milliarden, dann stimmt doch was nicht, ja? Und was ich wiederholt gesagt habe, dieses System, ja, an dem wir alle teilhaben, wo viele von uns versuchen eben nach oben zu rutschen, das machen eben auch die Parteien, die versuchen in diesem System nach oben zu rutschen. Die linken Parteien sind im Grunde auch rechte Parteien, weil sie wollen eine Evolution des Systems, sie wollen keine Revolution, sie wollen nur in der Pyramide nach oben kommen, sie wollen das ungerechte System ein wenig weniger ungerecht machen, aber es bleibt ungerecht. Das System ist Kacke, ja, und wenn du dieses System abschaffen willst, dann musst du etwas Neues wagen. Und ich rate dazu, Folgendes zu machen. Man kann natürlich seine gesamte Energie in den Kampf gegen das System stecken. Dann ist man gegen das System. Und ich bin gar nicht gegen das System. Ich bin für ein anderes System. Ich verschwende meine Energie nicht mehr, indem ich gegen das System kämpfe. Ich versuche, eine Alternative zu leben und zu sagen, es geht. Es geht. Es geht doch gar nicht. Doch, es geht. So. Und wenn das viele Leute machen würden, ja, weil das ist die Energie, die du hast, ja, wenn du diese Energie in eine Alternative stecken würdest, dann ist es ein bisschen so, wie wenn da die nächste Generation sagt, ich kenne nur die mit euch zu tun hat, ich kenne nur die neue Version. Was ist denn die alte Version? Ja? Es gibt viele Leute, die kennen nur Red Bull, die wissen gar nicht, was Coca-Cola ist. Ja? Es gibt viele Leute, die wissen nicht, dass Telefone früher ein Kabel hatten, weil die kennen nur Handys, die kennen nur mit WLAN. Also das geht ja auch wahnsinnig schnell. Und wenn wir alle ein bisschen Gas geben, wird der Wandel sehr, sehr schnell gehen. Und dann heißt es, weißt du noch früher, wir waren Jahrzehnte, Jahrhunderte fremdbestimmt und es ging eben nicht. Und dann haben es einige einfach gemacht. Genau. Und diejenigen, die heute sagen, dass das alles gar nicht geht, die werden dann die großen Aufmacher schreiben und da bist du dann Coverboy, das ist halt die neue Hoffnung, ja? Vergesst das, kauft auch diesen ganzen Quatsch nicht mehr, ihr braucht das nicht. Also ihr müsst das, was hier in Europa passiert, das ist ja ein Prozess, der schon in anderen Ländern auch vorangeschritten ist, weil das Elend dort größer ist, ihr müsst das als etwas erkennen, es ist ein kollektives Erwachen. Wenn man so viele Internetrechner zusammenschließt und die eben vernetzt, dann entsteht dort eine Art von kollektivem Bewusstsein. Ja? Und dieses kollektive Bewusstsein hilft euch, nämlich festzustellen, dass der auf der anderen Seite, der angeblich der Feind ist, dass der auf ähnlichen Gadgets kommuniziert, dass der ähnliche Frauen oder Männer mag, ähnliche Musik hört, dass ihr miteinander könnt. Und wenn man euch zum Beispiel aktuell einredet, dass der Russe ein komischer Vogel ist, dann müsst ihr euch die Frage stellen, wie viele Russen kennt ihr persönlich? Und wenn es zu wenig sind, dann frage ich euch, warum kennt ihr mehr Amerikaner, wo ihr über einen großen Teich müsst, und weniger von den Russen, das sind eure Nachbarn. Dann müsst ihr rüberfahren zu den Russen und sagen, ich habe gehört, du bist komisch, aber du bist nur anders. Finde ich super. Ja? Fahrt rüber zu dem Russen, umarmt den Russen, trinkt mit dem Russen oder trinkt hier mit ihm und lasst euch nicht aufhetzen, dass in den Medien über, und lasst nicht über Menschen schlecht sprechen, die ihr nur aus den Medien kennt. Ihr könnt an diesen Medien wirklich über euch erkennen, wie einfach es ist, Menschen falsch darzustellen. Und deswegen lasst euch niemals verführen, für eine gerechte Sache Bomben auf Menschen abzufeuern, die ihr nicht kennt. Macht das auf gar keinen Fall. Ja? So. Ich meine, ich habe den Krieg jetzt als nicht wirklich erlebt. Ich war in Kriegsgebieten auch als Reporter und da wurde auch schon mal scharf geschossen. Das ist aber was anderes, als wenn du in einer Stadt wie Homs lebst mit deiner Familie und da werden Bomben abgeworfen. Es gibt aber leider kein Krankenhaus mehr, was dich verarztet. Ja? Ich lehne das ab. Und man muss auch genau analysieren, wann Deutschland zum Beispiel da reingekommen ist. Ja? Deutschland ist in den Krieg eingestiegen oder auch vom deutschen Boden wurde wieder Krieg möglich, als die SPD mit den Grünen dabei war. Es war ein Joschka Fischer, der gesagt hat, wir müssen nach Jugoslawien, um ein neues Auschwitz zu verhindern. Dann wurde dort NATO bombardiert.
bombardiert, dann kam es zu Flüchtlingswellen und dann hatten die Medien gesagt, da sind Flüchtlingswellen, aber erst nach den Bombardements. Wir müssen jetzt unbedingt helfen wegen den Flüchtlingswellen, die sie selbst erzeugt haben. Das heißt, man hat es über einen linken Hebel versucht, uns in einen Krieg zu bringen. Und Krieg ist immer rechts. Krieg ist immer rechts, weil rechts bedeutet, das Kapital ja, zu verteidigen und zwar über Leichen gehen. Und links für mich bedeutet, politisch sehe ich es anders, links bedeutet, aufzustehen gegen Unrecht. Couragiert zu sein und zwar sich für Leute einzusetzen, die das selbst nicht mehr können. Das ist wirklich links, okay? So, und wenn irgendjemand das dann halblinks, neorechts nennt, verstehe ich es nicht. Ich versuche noch die aktuelle Wahl hier in Europa zu verstehen. Da hat ja laut Presse ein Rechtsruck stattgefunden. Da gibt es auch rechte Parteien in Frankreich zum Beispiel, wo man sich Sorgen machen muss. Ja, ich weiß. 10 Minuten schon rum? Okay. Nein, und man muss in diesem Rechtsruck auch etwas verstehen. Die Leute, die diese rechten Parteien gewählt haben, wollen in Wirklichkeit linke Dinge. Sie erkennen nämlich, dass etwas ungerecht ist und geben dann ihre Stimme einer Partei, die man später als rechts sieht. Aber sie wollen eigentlich linke Dinge. Sie wollen eine fairere Verteilung. Ob das der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Aber da haben wir Rechte und Linke und bringen die gegeneinander auf. Und das ist dieses Teile und Herrsche. Wir erleben im Moment in Europa, dass Amerikaner mit Russen über deutschsprachiges Europa verhandelt. Das heißt, wir machen einen Boykott gegen Russen, die haben nur Deutsche oder auch hier Österreicher betrifft. Die Amerikaner ist das scheißegal. Und wenn wir kein Gas mehr aus Russland kaufen, die also kaputt machen, kommt sofort der Amerikaner und bringt uns das Gas. Was soll das werden? Wir sollen uns wieder an die hochbewaffnete Brust der Amerikaner werfen. Aber eben nicht der Amerikaner, sondern der amerikanischen Rüstungsindustrie. Das ist nicht dasselbe, ja? Und deswegen, wenn ihr das auch in eurer Presse lest, müsst ihr das hinterfragen. Aber es reicht nicht, das zu hinterfragen. Geht doch mal zu diesen Gazetten, schreibt den E-Mails, chattet die zu und postet eure Meinung auf deren Portale. Und das haben wir erreicht. Wir haben mit dieser Bewegung erreicht, dass wir wahrgenommen werden als die Verrückten. Ja? Sind wir alle verrückt? Sind wir alle Hippies? Ja? Wir haben eine andere Meinung als die veröffentlichte Meinung. Das ist Regen. Ja? Das ist gut und deswegen würde ich euch bitten, ja, ihr braucht keine Ratschläge wirklich aus Deutschland, aber vielleicht schaffen wir es mal eine Verbundenheit erst einmal im deutschsprachigen Raum hinzubekommen, dass wir eine riesige Demo machen in Wien oder in Zürich oder in Berlin und eine Verbundenheit schaffen, dass wir nämlich sagen, wir haben es satt, dass man uns aufhetzen will gegen Menschen, denen es schlechter geht als uns. Dagegen müssen wir aufstehen, ja? Und das machen wir einfach nicht, ja? Und ich bin hier durch die Stadt gefahren und habe auch was Tolles gesehen. Da wird gerade Werbung gemacht für euer Heer, ne? Die Bundeswehr, ne? Wird Werbung gemacht, ja? In Berlin gibt es eine tolle Kampagne, keine Angst vor Uniform, ja? Das habe ich meinem Großvater vorgelesen, der hat fast das Gebiss aus dem Gesicht gefallen, ja? Es ist Wahnsinn. Also geht dort nicht hin und ich soll euch auch Folgendes sagen, von Soldaten, mit denen ich wirklich in Kontakt stehe, niemand hasst den Krieg mehr als der Soldat, weil der muss ihn kämpfen. Und die Soldaten haben auch keinen Bock mehr darauf, weil der Soldateneid, den sie geschworen haben, nämlich ihr Land zu verteidigen, der wird total gebrochen, wenn sie in fremden Ländern fremde Völker einfach angreifen müssen. Das wollen die auch nicht. Holt eure Jungs und Mädels einfach mal nach Hause. Die haben dort nichts verloren. Ja? Und wenn das schon bis zu den Soldaten durchgedrungen ist, ja, dann sollte das auch zu euch durchdringen. Und deswegen, weil wir was wir hier auch filmen, was wir zeigen, ich glaube auch an den Militärbasen, ist das eine Art von Solidarität, die Leute verstehen. Die sehen nämlich, dass wenn sie nach Hause kommen, ihr nicht zu ihnen sagt, du feiges Schwein, was machst du denn hier, sondern willkommen hier, du hast am Hindukusch gar nichts verloren. Ja? Du hast in der Ukraine auch gar nichts verloren, auf Russen schießen. Macht das nicht, holt die Jungs nach Hause und ich kann den Soldaten nur sagen, die das jetzt sehen, hier sind sehr viele Leute, die würden sich sehr freuen, wenn du als Soldat nach Österreich zurückkämest. Ja? Als auf irgendjemanden zu schießen. Mein finaler Appell, weil meine Zeit ist abgelaufen, ist, ihr seid jetzt in einem Wachzustand. Überprüft das, was die Medien sagen. Sucht euch alternativen Medien, sucht euch Alternativen in den etablierten Medien und bleibt da dran. Ja? Es gibt ja auch so etwas wie FM4. Schaut euch an, was da berichtet wird. Geht dorthin, weil ihr habt es bezahlt. Es sind eure Medien. Ihr kauft die. Ihr müsst dafür auch Gebühren bezahlen in Österreich, oder? Also gut. Ja? Dann sind es eure Medien. Und wenn eure Medien Schrott machen, brauchen die auf jeden Fall Unterstützung. Ihr seid die neuen Reporter und ihr könnt es ja offensichtlich besser, weil ihr kommt ja trotzdem hierher, obwohl die Medien etwas anderes schreiben, weil ihr habt sie dechiffriert. Ihr seid also intelligent genug zu erkennen, wenn die Medien Scheiße erzählen, okay? Dann kommt ihr her. Das ist ein Beweis dafür, dass ihr schlauer seid, als die Medien glauben, dass ihr seid. Ihr seid schlauer. Ihr seid einfach schlauer. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich sage danke, Wien. Mein Name ist Jepsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Ich bin echt stolz darauf, dass Deutsche, Berliner mit Wienern so intensiv zusammenarbeiten. Und ich glaube, die Bewegung wird einfach größer. Durchhalten, Freunde, egal wie das Wetter wird, egal welche WM da kommt. Vielen Dank, Herr.